Oh, da sind wir auch schon wieder. Fallout 4. Wir bauen uns hier zu Tode. Das Ding produziert 10. Das hier benötigt 2. Das kann ich gar nicht anwählen. Das hier benötigt 20. Gut. Das heißt, ich baue jetzt noch mehr Stromgeneratoren oder was? Dann bauen wir eben noch mehr Stromgeneratoren. Viel braucht das hier? 20. Und wie viel hat das andere hier gebraucht? Das Teil? Das hier? 5. Okay, dann bauen wir also mal einen Generator, der 5 macht, 5 Strom macht. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das alles am gleichen sein muss. Kann ich die Generatoren eigentlich auch miteinander verbinden? Dann könnte ich ja eigentlich einfach hier 10 hinbauen. Noch. Ich probiere das mal. Ich baue mal hier so einen großen nochmal. Generator groß. Da fehlt mir Aluminium. Gibt es hier noch Aluminium? Hier gab es, glaube ich, kein Aluminium mehr. Eins noch. Das hilft mir auch nicht weiter. Das heißt, ich gehe wieder nach Sanctuary, hole Aluminium. Ups, erstmal speichere ich. Dann gehe ich nach Sanctuary, hole mir Aluminium. Also, sehr, sehr blöd. Ganz einfach blöd. Naja. Was willst du machen? Ich hätte ja auch gerne den Perk Handelsrouten auswählen machen. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Ja, ich muss jetzt ab und zu mal ein Stück Feuer auf unseren offenen Kamin legen. Bevor das ausgeht, und ich hier kalt habe. Transfer Aluminium. Aluminium. So, die nehmen wir alle mit. Nein, Gottes Willen. Die hier. 88. Das 88. Das sollte doch reichen jetzt. So, jetzt kann ich aber, das kann ich ja hier machen, ne? Oh ne, ich muss, das ist auch super. Ich muss das jetzt erst nehmen. Ich habe nämlich noch keine andere Möglichkeit gefunden. Schrott. Dann schmeiße ich das hier ablegen. Alle 88. Das hier ablegen. So, dann liegt der Crap hier rum. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur eine Dose. Also 88, okay. Dann drücke ich V. Und dann mache ich verwerten. Zumindest fliegen die Dosen nicht einzeln hin. Das ist ja schon mal ganz wichtig. So, dann gehen wir wieder hier rüber. Habe ich es genommen? Ja. Dann gehen wir wieder hier rüber. Und zum Ort reisen. Ich weiß nicht, ob ich die Stromgeneratoren in Reihe schalten kann. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das werden wir gleich sehen. Wahnsinn. Ja, normalerweise hätte man das, wenn man die Siedlung ein bisschen ausgebaut hätte, hätte man das ja können schon alles irgendwie vorher mal lernen, wie das funktioniert. Aber das habe ich nicht gemacht, weil es mich einfach nicht die Bohne interessiert hat. So. Jetzt gucken wir mal hier. V. Energie fehlt. Wir haben nur 10 Energie und das ist zu wenig, um das alles anzuschließen. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch einen zweiten Stromgenerator. So. Großer Stromgenerator. Den ich immer nicht bauen kann, weil ich. Warum habe ich kein Aluminium? Warum habe ich kein Aluminium? Ich habe das doch aufgenommen.
Ich hab das doch in der Tasche. Hallo? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und wieder zurück nach Sanctuary. Muss ja dann noch da liegen. Ach, wenn ich das da verwerte, geht der Schrott, glaube ich, direkt in diese Werkbank rein. Richtig? Das heißt, ich muss dann nochmal an die Werkbank das rausholen. Crazy. Also das hätte man können auch einfach schöner und einfacher lösen. Materialien, die Farmste, da musst du nichts verwerten oder was? So, jetzt ist es bestimmt hier drin. Hier ist es doch. Nein, nicht alles nehmen. Das Aluminium nehmen. So, zack. Und wieder zurück. Mann, Mann, Mann. Was ein Rotz. Ganz ehrlich. Und das musst du auch machen für die Hauptquest. Musst du den Crap machen. Also das ist... Boah. Pff. Das hat nicht mehr viel mit Rollenspiel oder Action oder Shooter zu tun. Das ist einfach nur behindert. Einfach nur. Ich meine, es ist schön, so ein Feature in so einem Spiel, in so ein Spiel reinzubringen, aber doch nicht auf diese Weise. So, jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Ansonsten habe ich nämlich keinen Plan. So. Bauen wir mal so hin hier. Zack. 20 Energy. So, und da wir es ja an dieselbe anbringen müssen. So, das heißt hier Kabel anbringen. Kabel anbringen. So. Wir sind jetzt miteinander verbunden. 20 müsste ja eigentlich schon reichen, ne? Und das hängt da dran. Dann verbinden wir das hier, das benötigt 10, das benötigt auch 20. Das heißt, wir bauen noch einen hin. So, wir bauen hier noch einen hin. Windrad, nee, das will hier einen Stromgenerator haben, so einen großen. Den bauen wir auch noch hier hin. Zack. Und hier Kabel anbringen. Hier Kabel anbringen. Dann sind die doch schon schön verdrahtet hier. Die drei. Und jetzt können wir den hier da dran anschließen. Und das Teil auch noch da dran anschließen. Yes, hat funktioniert. Aktiviere den Signalfänger. Cool. Signalfänger bauen, check. Das sieht geil aus, ne? Sieht geil aus. So, jetzt machen wir aber erst noch hier gesamten Schrott lagern. Ich glaube, dass wir jetzt hier noch was brauchen. So. Erstaunliche Arbeit, Ritter. Der Danke. Signalfänger scheint fertig zu sein. Sind Sie bereit, ihn einem Test zu unterziehen? Ja. Absolut, ich bin bereit. Ihre Zuversicht beflügelt uns alle. Trotzdem ist es natürlich unser erster Versuch, Technologie des Instituts anzupassen. Wenn wir den Schalter umlegen, wissen wir also nicht genau, was passieren wird. So Gott will, landen Sie im Institut und die Mission kann fortgesetzt werden. Nichts wird mich aufhalten, wenn ich so nah dran bin, endlich Antworten auf meine Fragen zu finden. Sie brennen darauf, loszulegen, was? Sehr gut. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören. Sobald Sie im Institut sind, wird vermutlich der Kontakt abreißen. Es ist also wichtig, dass Sie sich alles merken, was ich Ihnen jetzt sage. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat.
Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Ich bin überrascht, dass die Bruderschaft sie hat gehen lassen. Hätte ich das Kommando gehabt, hätte ich das nicht zugelassen. Mhm. Sie war ein wertvoller Aktivposten. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Warum kann ich da etwas, ist halt gelb? Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die stählerne Bruderschaft gearbeitet. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay. Hören Sie zu, Ritter. Mir ist bewusst, dass Sie beim Versuch, ohne weitere Informationen ins Institut einzudringen, Ihr Leben riskieren. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick. Und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück. Ich habe meine Scheuklappen aufgezogen. Begonnen. Aus Ihrer Mitte. Finde Dr. Lee. Benutze den Signalfänger. Das speichern wir doch vorher mal ab. Also. Ich habe alles mehrfach überprüft. Ich glaube, der Signalfänger ist bereit. Du auch? Ziehen wir es durch. In Ordnung. Stell dich auf die Plattform. Dann sehen wir mal, ob wir ein Signal finden, das wir kapern können. Cool. Vermeiden Sie es unbedingt, das Feuer im Institut zu eröffnen. Das könnte unsere gesamte Mission gefährden. Oh, ist vorbei, ich komme nicht mehr weg. Okay, der Transmitter ist angemeldet, der Emitter bereit. Sieht soweit alles gut aus. Ich scanne jetzt nach dem Signal. Drück uns die Daumen. Ich gebe jetzt den Code ein. Wow, jede Menge Störungen und Phantomsignale. Es wird etwas dauern, Sie bis wir drin Befehle, sind. Soldat. Übrigens, los. Dein kleiner Ausflug ist eine super Gelegenheit, so viel wie möglich über das Institut und seine Pläne rauszufinden. Okay. Ich habe ein nettes kleines Programm auf dieses Holoband gepackt. Spricht ein bisschen komisch. Untersucht und alles kopiert, was es findet. Steck es einfach in ein Terminal da unten. Das Programm erledigt den Rest. Bring es dann später wieder mit, dann schaue ich mal, ob ich aus den Daten schlau werde. Hey, wir haben's geschafft. Radiowellenübernahme abgeschlossen. Fahre den Emitter hoch. 60%, 80%. Der Emitter ist an der Leistungsgrenze, aber er hält. Jetzt muss ich nur noch den Schalter umlegen. Wenn Sie zu Schaden kommen, mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich. Viel Glück, Soldat. Danke. Da ist eine Fliege. Da ist eine Fliege. Ah, da oben, ich sehe sie. Abgeschlossen. Die Molekularstufe. Level up. Oh mein Gott. Erstmal haben wir Level erreicht. Das heißt, wir können jetzt hier, die Funktion ist ja geil. Das machen wir direkt mal mit. So. Die Funktion war geil. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in den... Das war neu, ne? Vor dem Zaun. Aber wir sind jetzt hier im Institut. Okay, beides da vorne. Das ist da vorne. Und aus ihrer Mitte findet Dr. Lee. Und leg das Netzwerkscanner-Holoband in das Institutsterminal. Das waren die zwei, ne? Minuteman, sonst gibt's hier nichts mehr. Okay. So, ich bin ein bisschen nervös gerade. Ich speichere hier mal normal ab. So. Oh, ich lasse die Knarre lieber mal weg. Sieht cool aus hier. Echt? Hallo? Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht.
zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Ich lege jetzt erstmal das Holoband hier ein. Begonnen. Ab in die Anstalt. Betritt den Aufzug. Okay, ich lege jetzt erstmal das... Ja, was soll ich hier machen? Zugriffsprotokoll anzeigen. Ach, da kann ich Holo... So kann ich Holoband einlegen. Dann machen wir das doch mal. Holoband laden. Nachricht an Alexander Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen... Ach, hier kann ich die ganzen Holobänder reinmachen. Okay. Und was? Ach, ich soll nicht die reinlegen, sondern die Netzwerk, das Netzwerk-Scanner-Holoband. Während meiner Infiltration ist interessant, hat sie mir befohlen, Daten von einem der Terminals mit Hilfe eines speziellen Holobands zu stehlen, das ich von ihr erhalten habe. Ah, okay. Das kann ich dann also auswählen wahrscheinlich, ne? Holoband laden. Ach, hier gibt es noch mehr. Netzwerkscanner. Netzwerkscan einleiten. Klar. Scan-Vorgang abgeschlossen. Und nu? Was soll man mit dem machen? Okay, das können wir also rausnehmen. Weil ich weiß ja noch gar nicht, wie ich zurückkomme. Wer ist denn das hier geplant? Commonwealth. Kann ich wieder zurück ins Commonwealth? Wie kann ich hier wieder zurück ins Commonwealth? Wo ist das bitte? Hier komme ich zurück ins Commonwealth, oder was? Knopf für Notfalltransmission. Ah, da komme ich wieder zurück. Okay, das will ich ja jetzt nicht. Dann mache ich die Quest mal raus aus dem Log. Dann muss ich also noch Dr. Lee finden und den Aufzug betreten. Gut, dann gucke ich mich aber hier erst nochmal um. Nochmal sehr spannend hier. Ob es hier noch irgendwas gibt? Okay, hier komme ich nicht rein. So, das war's hier, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich betrete mal den Aufzug. Nachdem ich die Sachen hier durchsucht habe. Kaputt. Speichern. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein. Das sieht ja echt cool aus hier. Geht automatisch. Nach oben oder unten? Nach unten. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Ich hab's mir schon gedacht, dass sowas kommt. Das ist die Realität des Instituts. Geil. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Naja, hier kommt's mit Zünds. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben.
Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Kamera. Was ist das? Coole Sache. So. Jetzt, wo es spannend wird. Ich weiß, es ist fies, aber hier machen wir einen Break. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter hier im Institut. Und ich bin mal gespannt. Das sieht ja ganz lustig aus hier. Die haben auf jeden Fall fette Technik. Und der Institutsleiter, man nennt ihn noch Vater, hat auf jeden Fall die Stimme von dem Imber Butler von Batman. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.